Oh hey, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem interessanten Artikel. Hong reacts auf diesen Artikel. Und zwar ist es ein Interview mit Kento Suga, Führung des weltweiten Marketing bei Niantic. Wurde auf Reddit gepostet, war ursprünglich auf Japanisch. Und die Kollegen von Go Games, Link ist unten in der Beschreibung zum ganzen Artikel, haben das Ganze übersetzt. Sind 30 Fragen. Ich habe mir die ersten paar durchgelesen. Fand sie interessant, deswegen ein Video dazu jetzt. 30 Fragen an Kento Suga. Viele dieser Fragen beziehen sich auf Shinies, Fairness und Chancengleichheit. Deswegen fand ich das auch sehr interessant. Frage Nummer 1. Ist die Chance auf Shinies für alle Spieler gleich? Großes Thema. Viele meinen nein. Er sagt, es gibt keinerlei Vorteile für bestimmte Spieler. Meiner Meinung nach vollkommener Schmarrn, natürlich gibt es sie. Moderator. Ich habe dies zwar nie angezweifelt und ich dachte, es herrsche Gleichheit. Aber wenn beispielsweise in einem Event jemand zwei Shinies smoggelt und zwei Shiny Ritter fängt und man selbst gar nichts, dann wird man das Gefühl nicht los, dass die Chancen dieser Person besser stehen. Jeder kennt das. Jeder kennt die Leute, die ständig Shinies bekommen. Ich kenne hier zum Beispiel in der Nachbarschaft welche. Die haben eigentlich jede Shiny. Beinahe jede Shiny von jedem Event. Und ich kann dir sagen, die spielen, ohne arrogant oder abgehoben zu klingen, ein Hundertstel von mir. Du kannst dir eigentlich sicher sein, Event fängt an, du schaust in die Arena von denen, die haben das neue Shiny schon in die Arena gesetzt. Und da denkt man sich, Digga, bei denen ist doch garantiert irgendwas falsch. Da ist doch irgendwas erhöht. Ihr kennt das sicher auch. Ihr kennt sicher auch solche Leute. Anderes Beispiel. Shiny Guy Quasa. Ich habe meinen jetzt nach 40 Rates bekommen, was eigentlich noch okay ist. Ich kenne viele nach 60, 80, 100 Rates. Tati, wir haben seinen Account mitgenommen für eine Raid Tour. Erste Raid Shiny. Dimi, ersten 5 Rates Shiny. Freund von Dimi, der nach 2 Jahren zurückgekommen ist. Zweiter Raid Shiny. Auf jeden Fall schreibt er, das mag natürlich den Anschein haben, aber bitte sieht das eher als ein natürliches Phänomen an. Kann ich nicht glauben, ist einfach nicht so. Vor allem, das Spiel ist ja auf Hobbyspieler ausgerichtet, Gelegenheitsspieler. Wenn Gelegenheitsspieler so wenig spielen und nie Shinies bekommen, weil sie so wenig spielen, ist das natürlich demotivierend für die und Niantic würde die verlieren als Kunde und dementsprechend weniger Geld machen, Umsatz, weniger Leute haben. Deswegen glauben viele an diesen Gelegenheitsspieler-Bonus, Hobbyspieler-Bonus, dass die Shinies bekommen oder andere Sachen, damit sie am Ball bleiben. Wie zum Beispiel, nochmal Beispiel Dimi. Er hat die Shinies gleich bekommen, er war direkt motiviert. Denkt ihr, er hätte 40, 50, 60 Rates gemacht für seinen ersten Shiny? Nein, natürlich nicht. Er hätte seine 3, 4, 5 Rate-Pässe rausgehauen, gelitten und dann wahrscheinlich nie wieder gespielt. Nicht ganz so schlimm, aber wisst ihr, was ich meine? Und dadurch war er motiviert, boah, noch ein Shiny, boah, noch ein Shiny, boah, noch ein Shiny. Und hat jetzt 12, 17, 18 irgendwie so Rates gemacht, was für seine Verhältnisse vieles. Und er hat jetzt in den 17 Rates oder so 5 Shinies oder so. Und wenn ich 17 Rates mache, erwarte ich nicht mal einen Shiny. Frage 2. Ist die Chance auf Shinies abhängig vom Level? Auch da gibt es Meinungen, dass neue Accounts, Low-Level-Accounts bevorzugt werden, aber wie schon zuvor gesagt, werden keine individuellen Spieler bevor- oder benachteiligt. Das habe ich mir gedacht. Es gibt einfach Menschen auf der Welt, die Glück haben und andere nicht. So gibt es auch Menschen, die viele Shinies fangen und andere fangen keine. Ja. Yeah. Problem ist, die keine fangen, verliert man halt irgendwann als Kunde. Und das will man ja nicht. Korrekt! Ich habe beispielsweise haufenweise Shiny Tarne. Ist auch ein Cedar Shiny. Wer hat nicht haufenweise davon? Aber kein einziges Bummels. Ja, dann hast du den Cedar wohl nicht mitgespielt, Mann. Verstehe, ich bin sicher, die Spieler, die viele Shinies haben, sind die, die weit über 200.000 Pokémon gefangen haben. Nee, eben nicht. Das ist das Problem. Wenn es so wäre, wäre es ja okay. Dann hätten die, die eine Menge Zeit und Mühe investiert haben, auch den Lohn dafür bekommen, den entsprechenden. Aber so ist es ja nicht. Die Leute, die 2-3 Pokémon anklicken, haben die meisten Shiny. Die nächste Frage können wir uns sparen, weil das Interview ist wohl etwas älter. Es gibt ja jetzt den Ultra-Bonus, der bekannt ist, mit den regionalen Shinies. Aber die Frage ist, wie werden regionale Shinies im Spiel eingeführt? Frage Nummer 4, wenn man ständig mit denselben Spielern tauscht, senkt das die Chance auf Glücks-Pokémon? Oh, sehr interessante Frage. Die kommt halt davon, dass es Leute gibt, die natürlich Multi-Accounten, die tauschen immer mit sich selber und die Quote ist nicht mehr so hoch wie früher. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass einfach allgemein die Lucky-Chance reduziert wurde. Aber zum Beispiel ich auf der Mac, Erfurt 2018, habe mit vielen Zuschauern getauscht und ich hatte abnormal viele Glücks-Pokémon. Normal, wenn ich tausche, normal ist es ja so, 1 zu 20 ist die Chance. Jeder 20. Tausch müsste Lucky werden. Tauschlimit am Tag ist 100. Es gibt viele Leute, die erreichen jeden Tag das Tauschlimit und haben nicht mal einen Lucky. Und dann tauschst du mit irgendeinem Fremden, bam, sofort Lucky. Wer kennt das nicht? Zum Beispiel, wie gesagt, ich auf dem Mac, ich hatte 6, 7, 8, 9 Luckys. Einmal getauscht mit dem, Lucky. Einmal getauscht mit dem, Lucky. Mit dem getauscht, mit der getauscht, Lucky, Lucky, Lucky. Und,
Was war der Zusammenhang? Alles waren neue Leute, unterschiedliche Leute. Und die wollen ja eigentlich das sozusagen unterstützen, dass man mit vielen unterschiedlichen Leuten sich befreundet und austauscht und dann auch tauscht. Deswegen die Theorie. Und die wollen ja Multi-Accounting unterbieten. Deswegen halt diese Theorie und die Frage. Auch hier gibt es keinerlei Nachteile für bestimmte Spieler. Naja. Moderator aber. Mir gefällt der Moderator. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe über 8000 Pokémon getauscht und 90% davon mit Menschen hier aus meinem Arbeitsumfeld. Ich habe das Gefühl, dass die Chance auf Glücks-Pokémon deutlich reduziert wurde. Vielleicht waren am Anfang deutlich mehr ältere Pokémon darunter. Nee. Frage Nummer 5. Sind die Chancen auf Glücksfreunde für alle gleich? Ja, klar. Auch hier werden keine Spieler bevorzugt oder benachteiligt. Also da wäre mir auch nichts aufgefallen. Nächste Frage ist ein bisschen interessanter. Wenn man bereits einen Glücksfreund hat, sind die Chancen auf weitere Glücksfreunde niedriger? Das fragen auch viele. Gleiche Antwort wie zuvor. Auch da wäre mir nichts aufgefallen. Frage Nummer 7. Das ist noch interessanter. Alter, das sind echt gute Fragen. Ist es geplant, mehr als einen Spezialtausch pro Tag machen zu können? Ich weiß nicht, wie es in Zukunft aussieht, aber im Moment ist nichts geplant. Boah, schade. Frage Nummer 8. Wird es möglich sein, über große Distanz zu tauschen? Das Spiel für alle fair zu gestalten und die Balance zu halten, ist schwierig genug. Stimmt? Wir möchten, dass Pokémon Go ein Spiel bleibt, bei dem man sich persönlich begegnet. Also nein ist die Antwort. Wird ein Chat jemals eingerichtet? Puh. Im Moment ist das nicht geplant. Okay. Egal welche Möglichkeiten die Spieler haben, sie finden stets einen Weg, sich zu organisieren und zu gruppieren. Ja, das stimmt aber auch. Frage Nummer 12 ist interessant. Wird es eine Art Feature geben, bei dem ich Geschenke sammeln kann? Also die Postkarten von bestimmten Pokestops für eine Art Sammelbaum. Und der Typ hat geantwortet, Geschenke, die man im Urlaub mitnimmt oder die man von Freunden erhält, sind eine Art Verkörperung des sozialen und ortsbasierenden Pokémon Go. Also versuchen wir das auch zu verbessern. Das ist interessant. Verbessern wollen wir das. Wird es Änderungen im Arena-System geben? Oh mein Gott. Was hast du geschrieben? Nicht nur Arena, aber auch viele andere Features im Spiel werden verbessert. Das gibt mir Hoffnung. Ist geplant, die täglichen Münzen zu erhöhen? Digga, was sind das für klasse Fragen? Das sind echt gute Fragen. Nein, momentan nicht. Auf gut Deutsch übersetzt. Nee, wir wollen weiterhin Geld machen. Ist geplant, neue X-Rate-Arenen hinzuzufügen? Ja, die haben halt Kriterien. Du kannst nicht jede Arena zu einer X-Rate-Arena machen. Nur bestimmte Arenen können zu X-Rate-Arenen werden. Oder sind bereits X-Rate-Arenen oder so. Die können nicht einfach so X-Rate-Arenen hinzufügen. Außer halt gesponserte. Ist ein Update des PvP-Features geplant? Das Gefecht ist eine Kernkomponente von Pokémon, also möchten wir es so weiterentwickeln, dass es einzigartig für Pokémon Go ist. Ich kann verraten, dass die Entwickler des Kampfsystems in Pokémon Go selbst große Fans des Kampfsystems in den Hauptspielen sind. Frage Nummer 17 ist keine Frage, sondern eigentlich so eine Art Idee. Wenn ich eine Einladung zum Trainerkampf erhalte, ich aber die App geschlossen habe, könnte ich trotzdem eine Benachrichtigung erhalten. Keine schlechte Idee. Ja, das wäre nicht schlecht. 18. Gibt es Pläne, mehr Schwung in Go Snapshot zu bringen? Go Snapshot ist echt lahm. Ihr kennt die Medaille. Jeder hasst die Medaille. Pappige Medaille. Unsere Erwartungen wurden bei... Aber, muss sagen, man kann echt coole Fotos machen mit AR+. Viele geile Sachen für Instagram und sowas. Aber jetzt zum Beispiel die Medaille oder täglich, falls irgendein Event ist, täglich einfach ein Snapshot machen für irgendein Pikachu mit Hut oder sowas ist... Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen, was die Spieler alles mit Go Snapshot machen. Ja, da gibt es echt geile kreative Sachen. Wir spielen immer mit dem Gedanken, wie man die Pokémon noch lebhafter gestalten kann und noch näher mit ihnen interagieren kann. Frage Nummer 19 ist für mich persönlich sehr interessant, weil ich poste ja ein paar Sachen immer auf Instagram. Und es ist halt immer schwierig, irgendjemanden zu finden, der dich fotografiert. Vor allem muss der halt AR+ können. Kann ich irgendjemanden fragen, hey, mach mal bitte ein AR-Foto von mir und Reiko oder sowas. Wird es einen Selfie-Modus für Go Snapshot geben? Das würde mir einiges erleichtern. Das wäre sicherlich ganz nett, ja. Wir besprechen gerade intern darüber. Oh, okay. Könnte das GoPlus nicht auch Hyperwelle werfen? Das fragen eine Menge Leute. Es gibt derzeit keine Pläne, das umzusetzen. Würde mich auch wundern. Wird das Maximallevel angehoben? Alter, was sind das für Fragen? Alter, das Interview hätte von mir kommen können. Das kann ich nicht beantworten. Okay, das kann ich nicht beantworten. Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Wenn es Probleme beim Seeder gibt, warum gibt es keine Mitteilung im Spiel? Wir versuchen unser Bestes. Typische Support-Frage. Wir arbeiten dran. Wir haben die Nachricht weitergeleitet. Wir geben unser Bestes. Ah ja, das ist sehr leidend meistens. Allgemein die Kommunikation zwischen Niantic und den Spielern. Falls irgendwas Fehles, Falsches, irgendein Event oder irgendwas halt. Werden Mega-Entwicklungen im Spiel eingeführt? Das ist auch noch geheim, aber an sich ja klar. Wenn die sogar sowas wie Krypto und Erlös reinbringen, die werden alles aus Pokémon da reindrücken und reinpressen und den ganzen Saft
alles, was Geld machen könnte, werden sie in Pokémon Go rein tropfen lassen. Das ist natürlich klar. Auch Mega-Entwicklung. Ein Megastein. 500 Coins. Nicht, Mann. Hört nicht auf mich. Während die Seedays ebenfalls im Voraus angekündigt. Wir werden es handhaben wie bisher auch. Also, es wurden ja welche jetzt für die Zukunft angekündigt. Wie denken Sie über die regionale Ungleichheit im Spiel? Vergleich Stadt und Land. Oh, interessante Frage. Wir diskutieren bei Niantic über dieses Problem. Es ist nicht gerade leicht, dieses Problem zu lösen. Das stimmt. Spieler, die wie ich regelmäßig in der Stadt spielen, sind nahezu geschockt, wenn man weiter aufs Land fährt. Mir tun die Spieler dort fast schon leid. Die Anzahl an Pokéstops und Arenen in der Stadt Tokio ist verrückt. Ja, aber das ist halt Tokio. Ja, keine Ahnung. Das ist ein schwieriges Problem. Letzte Frage. Wie kann ich bei Niantic arbeiten? Na, die sparen wir uns. Ja, sehr interessantes Interview. Ein paar interessante Fragen. Ich habe jetzt auch ein paar Fragen überflogen gelesen, die nicht interessant sind. Die werde ich rausschneiden. Also wundert euch nicht im Video, wenn ich nicht jede von den 30 Fragen vorgelesen habe und durchgegangen bin. Haben sich selber beantwortet, weil das Interview schon relativ alt ist und seitdem ein paar neue Sachen angekündigt wurden. Ein paar fand ich jetzt einfach meiner Meinung nach nicht interessant, wie zum Beispiel die letzte Frage, wie kann ich bei Niantic arbeiten? Aber das war's von mir, Leute. Sehr interessante Fragen. Was würdet ihr Niantic fragen, wenn ihr die Chance hättet? Ich muss sagen, viele meiner Fragen wurden direkt da beantwortet. Ich hätte natürlich noch ein paar etwas direktere Fragen, etwas bisschen kontroverser. Aber an sich, sehr, sehr gute Fragen vom Interviewer. Wenn euch die anderen Fragen, alle Fragen noch interessieren, wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Checkt die Leute von GoGames ab. Und das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.